Du bist ein Zauberer, Mono. Und damit, Kevin, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Beim letzten Mal... genau. Beim letzten Mal haben wir Six im Fernsehen gesehen, wollten sie befreien und dann kam der Thin Man. Der Typ hier. Und hat uns ein bisschen gejagt und dann sind wir durch Zugabteilungen gelaufen. Und auf einmal... waren wir Zauberer und haben den Typen bekämpft. Was mir jetzt aber wieder die Frage stellt, ganz kurz theorisieren, wenn der Typ im Ende vom DLC vom ersten Teil da ist. Er ist aber tot. Er ist nicht tot. Er kommt safe in Little Nightmares 3 wieder. Ich glaube, meine Theorie... Also, ich habe ja euch in dem einen Video gesagt, am Ende vom ersten DLC, also von Little Nightmares 1 DLC, ist der Typ ja im Fernsehen. Das hier spielt aber vor Little Nightmares 1. Das heißt, der Typ ist noch nicht besiegt. Ist safe auch der Endboss oder so. Ich glaube, der kommt noch mal. Let's go da rein. Errungenschaft freigeschalten. Die Fahle steht da. Die Tür! Die Tür! Leute, die Tür! Ihr wisst, was ich meine. Das ist diese komplett weirde Tür, die wir geöffnet haben. Aus denen der Thin Man rauskam. Und da sind wir. Hier war er gefangen. In einem Fiebertraum. Das jetzt könnte ich da hoch. Ja! Boah, der Bass. Boah, ich hoffe, ihr hört das nicht so schlimm. Boah, der Bass. Der Bass, wenn ihr irgendwo runterfallt, der immens. War eine Falle. Da kommt die Musik her. Wir müssen der Musik folgen. Die Musik. Habt ihr aus Little Nightmares 1? Da kommt die. Natürlich kenne ich die Musik. Das habe ich doch im Outro benutzt. Six Theme. Wie cool, dass das nochmal wiederverwertet wird. Folg einfach mal der Musik. Wird schon richtig. Ja, da. Das ist Six Theme. Kommt nicht hierher. Von hier vorne. Die einzige Tür, die offen ist, wir gehen da durch. Okay. Bin schon Profi, ich kenne sogar schon die Musik, ja. Wahrscheinlich kommen wir jetzt da oben links raus. Weird. Hier kommt die Musik her. Ja, eindeutig. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Nachher müssen wir gar nicht der Musik nach. Ja. Ah, guck mal, das ist doch schön. Oh, wie weit geht denn das noch? Gar keine Lust. Ding bringt hier auch nichts. Okay. Es ist skurril. Das war einfach. Ich wollte einfach gucken, ob da hinten noch was sein könnte. Links.
Ich komme hier nicht rüber, I think. Bin auch blöd. Ich werf zuerst das Brett um. Vielleicht. Das ist eine gute Idee. Der Tower gefällt mir bis jetzt sehr gut von seinem Gimmick her. Aber wir haben noch keine Menschen gesehen. Oder was auch immer das für Viecher sind. Können wir ganz gediegen hier lang. Hier ist am lautesten, ja. Hier. Perfekt. Sind... Ich sehe keine Treppen mehr. Heißt aber nicht, dass wir oben sein müssen. Da kommt die Musik her. Okay. Progress. Da ist die Musik her. Theme. Was? Solche ähnlichen Viecher gibt es auch in Elden Ring. Nur mal so am Rande. Ist auch von Bandai Namco. Wir sind Friends. Soll ich tun? Das ist ein Hammer. Vor allen Dingen, ich habe keinen Hut mehr. Kann ich auch nicht mehr auswählen. Oh mein Gott. Ist okay, ist ja gut. Muss ich die Uhr kaputt hauen? Kann das sein? Oder sie? Ich hau erstmal die Uhr. Ich weiß nicht, ob Monster Six, keine Ahnung, das so toll findet. Das war bisher die dümmste Idee, die ich je hatte. Was tue ich denn? Ono, also, wenn du Lust hast, du kannst gerne durch den Fernseher hier rauskommen, dich neben mich setzen und das alles hinter dir lassen. Was ist mit Six? Ich renne jetzt weg. Die Tür ist safe nicht ohne Grund offen. Sehr geehrte Mrs. Six. Können wir uns an der Stelle mal einig sein, dass du eindeutig einen Therapeuten brauchst? Ich bin safe. Geh mal weiter, da hinten gibt's... Ich möchte verstehen, was in dem Kopf eines Entwicklers vorgehen muss, der sowas schreibt. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Es ist gut, aber ach ja, Six ist jetzt nicht mehr so freundlich. Aber wir retten sie auf jeden Fall davor, weil im Nachfolger ist sie da. Also, bin zuversichtlich. Da ist eine Axt. Das ist doch schön. Ob das eine gute Idee? Bezweifle ich, aber... Können wir Six nicht... Doch auch. Okay.
könntest du mir doch ganz schlau machen. Als ob das worked. Als ob das funktioniert. Ich dachte, ja, safe funktioniert das nicht. Aber wir können sie ja rufen. Ey, das ist die dümmste Idee, die wir haben, aber es ist unsere einzigste. Okay, wir sind immer in so einem düsteren Raum danach kurz und danach sind wir wieder back to reality. Da rechts ist eine Axt. Die was zu bedeuten. Ja, hat sie, wir müssen da hin, obviously. Im Übrigen, wir können Monos Gesicht mal begutachten. Sieht, weiß ich nicht, keine Ahnung, sieht gut aus. Wenn ich hier durchgehe, wo komme ich raus? Hier zurück. Holy. Ja, ja, I see. Lass doch die Axt los! Ruf da! Wir bleiben entspannt. Nein, sie kommt doch! Lass doch diese blöde Axt los, Mann! Sag mal. Ich muss ja sagen, der Typ ist schon ein bisschen blöd. Ja! Pff, kein Thema, ey! Lass diese... Ey. Könntest du... diese Axt loslassen, wenn ich sie nicht festhalte, mein Freund. Ja, bitte töte mich mal. Der lässt sie... Come on. Ja, jetzt lässt er sie los. Lass doch die Axt los! Ey, der ist so unglaublich dumm. Ich nehme gleich einen anderen Controller. Lass die Axt los. Ey, ich nehme gleich einen anderen Controller, wenn er zu dumm ist, die Axt loszulassen. Ja, ich werde das im Nachhinein auf jeden Fall leiser machen. Ich habe ein bisschen umgeschrien, es tut mir leid. Bleib entspannt. Warum? Warum? Spiel! Warum? Sag mir warum! Lass die Axt los! Lass die Axt los! Lass die Axt los! Mono, du bist stupid wie weiß ich nicht. Ja, ich schneide euch das, bis ich dieses Dreckspiel vielleicht mal geschafft habe. Gerade eben noch das Lob rausgehauen, ja. Das ist so unreal! Hey!
Sehr schön. Es macht keinen Spaß mehr. Hat jetzt schon wieder 2-3 Versuche gebraucht, bis er diese Axt losgelassen hat. Es liegt nicht am Controller. Mann, der Controller ist neu. Der Controller ist neu, der ist von diesem Jahr. Macht überhaupt keinen Sinn, dass der nicht funktioniert. Aber ungefähr wisst ihr, was ihr machen müsst. Muss ich nach rechts, muss ich nach links? Krieg ich meine Erklärung? Hallo? Ich bin gerade ein bisschen salty, ich weiß. Ich weiß. Es gibt noch eine Phase. Ey, wie unsympathisch willst du sein? Spiel aus der Ecke, ja. Jo, es wird immer besser. Ist die Axt? Ach, die liegt jetzt da vorne. Und führst du mich? Jo. Ich bin todesentspannt. Ich werde den Controller nicht rumschmeißen. Ist mir egal, ich mach das jetzt ungeschnitten. Ist mir egal, wie lange das dauert. Ist mir egal. Ich hab doch gerufen. Ey, es ist der Wahnsinn. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Ich hab verstanden, wie der Endboss funktioniert. Ich weiß, wie es geht. Ey, das ist nicht der Endboss. Ich weiß, wie der Boss funktioniert. Der Six-Boss, der danach wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, wie er funktioniert. Wobei, es hat schon echt Endboss-Vibes. Egal. Ich weiß, wie er funktioniert. Das Spiel ist halt so schlecht. Schaffe ich nicht von der Zeit her. Schaffe ich nicht von der Zeit her. Ey. Nein. Wieder da. 3 Screenshots gespeichert. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das Game sei abgestürzt. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich möchte nicht zum Hauptmenü. Leider nicht. Und wenn ich links rufe, geht sie nach rechts! Ich weiß nicht, wo dieser Controller landet. Ich hoffe, jemand kann den gut Elektroschrott gut verkaufen. Der kriegt bestimmt einiges dafür. Mich hat nichts berührt. La 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 la. Was ist denn das? Ist mir egal, ich lasse das ungeschnitten. Ich will, dass ihr seht, wie weird dieses Game ist. Von was wurde ich denn getroffen? Ihre Hand war das nicht.
Da bin ich. Na klar. Da! Die Hand ist 10 Meter hinter mir. Ich mach das nicht. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin, ruhig zu bleiben. Was? Sechs. Es war so gut. Es war von Anfang an so gut. Was ist mit... Mann, das ist so eine kreative Idee, aber wenn diese Mann! Diese blöde Hitbox zu dumm ist. Ich bin gestorben. Ja, ruft von mir aus die Klapse an. Habe ich nötig hier nach. So, du läufst jetzt hier lang. Sie haut durch den Stein durch. Ist okay, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Sag mal, nimmst du jetzt gar keine Steuerung mehr an, oder was? Ja, das ist frustrierend. Aber ey, so komme ich auf die 30 Minuten. Gar kein Problem. Hier hinrennen. Ich bin hier hinten. Warum? Warum rennt sie da nicht hin? Ich hab da gerufen! Ich sag's euch, ich brech dieses Let's Play hier ab. Ich mache diesen Bosskampf nicht. Und es ist mir völlig egal. Dann blende ich jetzt hier ein, das Ende vom Spiel. Schau's mir auf YouTube an, mach eine Reaction dazu und spiel's nicht mehr fertig. Also wenn das einfach nicht funktioniert, von der Idee her. Die Idee. Stell dich dahin, ruf, sie kommt angelaufen, geh da durch, geh auf der anderen Seite und trick sie dadurch aus. Ich rufe, was macht sie? Sie rennt komplett woanders hin. Ich bin noch tiefenentspannt, ihr glaubt es nicht. Oh, was sind... Das ist bisher der größte Frust, den ich seit Smash Bros. Je hatte. Ihr glaubt das nicht. Dieses Spiel ist so ultimativ unoptimiert. Bleibt nochmal 10 Minuten da stehen. Jetzt zum Beispiel. Wieso ist sie jetzt nach hier unten gerannt? Ich bin hier hinten.
Jo, ist okay. Ist okay. Ey. Ey, ich hab damit kein Problem. Ich bin da völlig entspannt. Das ist nicht das... Wie kann man, nachdem man einen so erfolgreichen ersten Titel gemacht hat, so schlampig und schlecht mit der Hitbox und der Programmierung des zweiten Teils sein? Wie? Tiefenentspannt. Oh, kein Problem. Tiefenentspannt. Jo, ich schneide ganz kurz und guck mir im Internet an, wie man das macht. Okay. Im Internet angeguckt, kurze Pause gemacht. Macht doch Sinn, hä? Also natürlich, ich muss jetzt diese Axt nehmen und anscheinend komme ich hier lebend weg. Ja, das wurde mir so im Internet gezeigt. Weiter habe ich noch nicht geguckt. Danach wahrscheinlich dann... Das könnte zeitlich vielleicht hinhauen, diesmal sogar. Ja, finde ich gut! Mein Gott, hat das jetzt lang gedauert? 40 Minuten Aufnahme. Kein Problem, hä? Steh auf, nimm die Axt und töte Six. Lass die Uhr da liegen. Lass bitte alle Menschen da draußen verblöden vorm Fernseher und versuchen dich zu töten. Aber töte Six. Fertig. Von mir aus lass die Menschen draußen leben. Lass den Signalturm stehen. Lass dem Thin Man alles, was er liebt. Aber töte Six. Ey, und wenn ich dir die Finger abhacke, ist mir egal. Ich mach das. Es ist die Zeit gekommen, an der ich froh bin, dass in diesem Zimmer alles sehr teuer war. Außer Plastikflaschen. Plastikflaschen, mein Ein und Alles. Ja, ich hab da jetzt dann doch mal die Frage, was ich machen soll. Hm? Keine Idee. Danke. Lass die Axt los. Ich bin gesprungen. Springen. Als ich damals sagte, als wir diesen Jäger erschossen haben, habe ich ja gemeint, so, oh, ziemlich brutal. Ich wünschte, wir könnten das gleiche jetzt noch einmal tun. Ich mach gleich wieder das Internet auf und guck nochmal. Mein Gott, was soll man denn machen? Also... Es ist halt so dumm. Ihr glaubt nicht, wie überaus dumm es ist. Was soll ich denn mit der Axt machen? Wisst ihr, was ich machen könnte? Hier, ich könnte zurück zum Desktop gehen. Let's Play vorbei. Überlebt Six halt.
Ich sag's euch, das Zimmer steht nachher nicht mehr. Das ganze Haus steht nicht mehr. Ich bin nicht gut! Ich bin total ruhig. Ich bin total ruhig. Ich bin richtig gelassen. Ey, es ist das letzte Mal, dass ich heute dieses Spiel spiele. Ich brauche davon eine Pause. Herr Schwindel! Bitte sei tot. Bitte sei tot. Bitte. Hab ich's jetzt mal geschafft? Drecksspiel. Schmutzgame. Warum spiele ich das? Little Nightmares 3 wird nicht auf diesem Kanal kommen. Wird auf gar keinem meiner Kanäle. Ich habe zwar nur einen. Trotzdem. Wird gar nicht kommen. Spiele ich nicht. Mir egal. Ich kauf's mir, damit ich die unterstützen kann. Dass sie es vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben hinkriegen, ein Spiel gescheit zu machen. Aber sonst mir egal. Wo muss ich denn lang? Mein Gott, ey. Ja, jetzt auch noch eine Chasing-Sequenz. Cool. Was ist das? Darf ich wenigstens fragen, was das für Zeugs ist? Was mich gleich töten wird. Tja, ich komm halt einfach aus der Tür und töte dich. Ich weiß, dass du dahinter stehst, weil ich bin ein übermächtiges, hässliches Wesen. Ich bin tiefenentspannt, Leute. Ja, ich glaube, ich bin tot. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Interessiert mich nicht. Mach ich's halt nochmal. Schön ungeschnitten. Ich weiß, das zerstört meine Watchtime, weil die meisten von euch einfach skippen. Aber für die Leute, die nicht skippen, halt dich doch nicht fett. Ja, komm. Da. Aber für die Leute, die nicht skippen, die sehen dann mal an der Stelle, wie schlecht so ein Spiel... Ja, lauf halt nicht zu. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay! Ey, ich kann hier nachkennen. Ich kann... Sag mal. Merkst du, dass ich den Rennknopf drücke oder bist du zu blöd, das zu checken? Ach, jetzt, ja, kein Problem. Was ein Schmutz an Spiel. Was ein Schmutz an... Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ist das das Finale? Ja, bitte, Six, fall runter. Nein, das heißt nicht wir. Warum ist alles in Zeitlupe? Okay, perfekt. Ist jetzt hier Schluss oder so? Ey, ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Ja, jetzt komm, lass weiter hier. Hallo? Du hässliches, kleines, gelbes Viech. Was bist du für ein... Ich bin tiefenentspannt. Klappe. Ist fertig? Ja, bitte, Mono. Stirb du halt. Mir egal. Hauptsache irgendeiner. Du warst zu dumm, das Rätsel zu lösen. Geht's weiter? Ach, ich kann jetzt darauf laufen. Ja. Sag mal, Tazier Studio. Ich bin salty, deswegen nimmt das nicht persönlich. Aber wieso kann ich jetzt auf einmal da drauf laufen? Seid ihr dumm oder so?
Jetzt kann ich auf einmal drauflaufen, aber vorher, da ist man gestorben. Ich bin entspannt, ich meister das. Bin hier gleich fertig, muss die Folge noch schneiden. Und auch, oh cool, ein Stuhl. Soll ich da machen? Kann nichts mehr machen. War das jetzt der Endboss? Das Spiel ist vorbei. Ich versteh's nicht. Gibt ja noch ein DLC. Oh nee. Diese Augen habe ich gesehen auf Zeichnungen. Ja. Cool. Ja, sitze ich jetzt. Kann ich aufstehen? Geht's weiter? Nö. Ja, dann bleib halt sitzen. Ja, pff. Mir doch egal. Geht wirklich nicht? Okay. Ich wollte mich nur vergewissern, ob es wirklich nicht geht. Ja, bitte. War Hunger da. Spiel sollte ja auch ursprünglich Hunger heißen. Seht ihr im ersten Little Nightmares Trailer. Ja, die Zeit vergeht. Schön. Interessiert mich nicht. Eigentlich eine Cutscene, gell? Ja. Ach, aber das funktioniert. Ich kann mich nicht wegmachen. Cool. Ich habe auch keine Maus, gar nichts. Ja, egal. Bleib ich halt hier. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. Wir sind jetzt erwachsen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch... Warte mal, nee, 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 nee. Nee, 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 das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will verstehen, warum... Warum will er... Ja, Mono ist der Thin Man. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin mental sowieso am Ende und... wütend und... Ja, aber er jagt uns. Oh, egal, ich hatte gerade den Gedanken, es könnte ja sein, dass der Thin Man Six jagt. Weil sie hat uns ja schließlich da runtergeschmissen. Ist ja true. Sie hat uns da ja runterfallen lassen. Aber er jagt uns ja auch, aber... Aber gut, dass wir auf die Idee gekommen sind, Six zu töten. In der Zukunft. Also, ey, ich bin damit cool. Ich bin damit cool. Ich finde das super. Ey, klasse, klasse. Ey, Thin Man, du und ich, komm zusammen. Ich befreie dich beim nächsten Mal, spielen aus der Tür raus und anstatt mich zu jagen, machst du einfach, ich helfe dir, Six zu fangen. Kein Thema. Ja, machen wir Deal? Ja, perfekto. Ich spiele dieses Spiel, ich muss das DLC noch spielen. Errungenschaft freigeschaltet, Signalsturm. So. An der Stelle sollte ich jetzt ein Fazit raushauen. Ich werde das Fazit... Maybe... Also ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht machen. Ich kann es nicht. Ich bin gerade auf diesem Niveau von, das Spiel ist ein Quatsch. Kauft es euch nicht, es ist so ein Dreckspiel, aber es hat gute Aspekte. Also 90% des Spiels ist gut, außer der Endbosskampf. Aber der Endbosskampf ist ja, was soll ich dazu jetzt groß sagen, ist halt so, ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach gar nichts zu dem Game und ja, theorisiere ein bisschen in meinem Kopf rum. Also der Thin Man ist, also Mono ist der Thin Man. Mono ist sauer auf Six, kann ich verstehen. So, ich würde Six auch, ey, ich spiele nie wieder Little Nightmares 1. Little Nightmares 1 nur noch spielen, damit Six stirbt.
Der hat uns einfach fallen lassen, so. Unfassbar. Unfassbar. War auf jeden Fall eine sehr rageige Folge heute. Es tut mir auch leid, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Ich habe es auch bedingt falsch gemacht, aber ist jetzt nicht ein Grund, dass das ganze Spiel... Ja, also ist okay. Noch eine Sache. Der Thin Man? Ja klar, ist er da im ersten Teil, weil er reist ja in der Zeit zurück. Ja klar, wenn er alt ist, reist er dann in der Zeit zurück und wir befreien ihn dann und ja, ja, macht Sinn. Also er wird ja älter, dadurch vergeht Zeit, deswegen sehen wir ihn auch am Ende vom ersten DLC im Fernsehen. Ja, ich verstehe. Das ist ein Aspekt, den verstehe ich, okay. Er reist in der Zeit zurück, ist aber in diesem Raum gefangen, bis wir ihn befreien. Was eine gute Aktion war. Warum Mono, also warum wir ihn jetzt unbedingt... leicht angreifen mussten, weiß ich nicht. Das Spiel hat auf jeden Fall eine krasse Story. Und... ...80%. Warum 80? Und nicht 100. Das Spiel an sich ist sehr kurz. Es ist nicht länger als der erste Teil, auch nicht kürzer, aber man hätte ihn ja länger machen können. Der Endboss ist meiner nach ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist schließlich das Ende eines Spiels, wo man mit dem Spiel abschließt. Wenn die Story jetzt am Ende nicht so gut wäre, dass wir zum Thin Man werden oder so, wenn es da kein gutes Ende gäbe, hätte ich safe eine 60 gegeben, aber das Ende holt nochmal 20% raus. Mir gefallen die Jump-and-Run-Elemente am Anfang, haben mir sehr gut gefallen. Später die Rätselelemente waren sehr gut. Ich hatte selten das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun muss. Ich musste kein einziges Mal im Internet nachschauen, so wie jetzt zum Beispiel im DLC vom ersten Teil. Und ja. Ich glaube, mehr kann ich an der Stelle auch eigentlich nicht dazu sagen. Spieldesign, Weltendesign sowie Grafik und Atmosphäre. Also Atmosphäre und Spielweltendesign gehört ja zusammen. Sehr, sehr gut. Manche unfaire Sachen gab es. Wie zum Beispiel eben das mit diesen 10.000 Figuren im Krankenhaus. Das ist für mich immer noch tief in meinem Kopf drin. Das war für mich einfach ein mental krass schweres Szenario. Also nicht nur diese Menschen, sondern allgemein dieses Krankenhaus. Das ist einfach ein sehr nicht ganz greifbares Szenario für mich. Keine Ahnung, was ich dazu groß sagen kann. Ich bin ein Mensch, ich finde Krankenhäuser sowieso nicht gut. Also schon gut, aber ich bin ungern in einem Krankenhaus. Der typische Krankenhausgeruch, diese Krankenhauslampen, alles ist weiß. Das gibt schon so einen Horror-Vibe. Und in Little Nightmares hat das halt mental irgendwas in mir ausgelöst, was halt wirklich diese Blockade hatte. Weshalb ich dann auch eben diesen Teil mit dem Durchlaufen nicht selber gemacht habe, sondern Heini es für mich machen lassen habe, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ich gehe jetzt gerade rückwärts durchs Spiel, ich weiß. Das Internat, eigentlich ein Orphanage im deutschen Kinderheim, also Kinder ohne Eltern, hat mir persönlich super gefallen. Muss ich sagen, hat mich gecatcht, war wirklich, wirklich gut. Paar Sachen waren auch da weird. Zum Beispiel das mit diesem Schachding. Du hast die ganze Zeit so ein... Wie soll ich sagen? Stealth-Mission und auf einmal eine Rätselmission. Das hat nicht so ganz reingepasst. Aber muss ich sagen, war überwiegend das Beste von allem. Wir haben nicht alle Hüte gefunden. Ich glaube, das ist eher meine Schuld. Aber das ist nicht so schlimm. Der Jäger-Part. Dieser Teil ganz am Anfang. Du kriegst eine sehr gute Einleitung in dieses Spiel. Aber es setzt halt auch, glaube ich, so
grundsätzlich voraus, den ersten Teil gespielt zu haben. Nicht storytechnisch, das auf jeden Fall, aber spieltechnisch. Manche Sachen musst du einfach, die werden dir nicht von Anfang an erklärt. Die lernst du im ersten Teil und solltest sie möglichst im zweiten Teil wieder benutzen. Was ich cool finde, ist, dass im ersten Teil des Spiels, also nicht im Little Nightmares 1, sondern im ersten Teil des zweiten Teils, also im Wald, direkt schon diese Sache mit den Fernsehern angeteased wird. Dass man eben durch diese Fernseher durch kann. Das ist ein Aspekt, den finde ich sehr, sehr cool, dass sie damit nochmal dieses rausnehmen. Der Jäger an sich war sehr cool aufgebaut, muss ich sagen. Diese Tauchpassagen, diese einfach Stealth-Mission beim Jäger fand ich sehr, sehr nice. Genau. Und dann nachher hatten wir keine Stealth-Mission mehr, danach war es ja irgendwann nur noch Fernseher an und aus. Der Charakter Thin Man, der Main-Bösewicht, der Antagonist oder Protagonist? Ich weiß es nicht. Der Böse halt, ja. Eigentlich. Was man suggeriert, ist gar nicht der Böse im Endeffekt. Aber das erfährt man halt erst am Schluss. Finde ich sehr, sehr cool. Der Thin Man an sich ist weird. Ist auf eine gewisse Art und Weise einfach weird. Ich finde es weird, dass er so rumglitscht. Das ist ja bedingt. Also das ist ja so einprogrammiert, dass er so solche kleinen Bugs hat und Glitches und so, dass er halt einfach so sich teleportieren kann. Das finde ich atmosphärisch der Wahnsinn. Das finde ich mega, mega cool. Diese Passagen waren jetzt auch nicht zu schwer. Ja. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und der Tower, muss ich sagen, ja, der macht auch nochmal Minuspunkte. Ich würde sagen, der Endboss macht 30 Minuspunkte. Das Ende plus 15 und 5 Punkte Abzug gibt es für den Tower. Weil der Tower ist nicht wirklich innovativ. Ihr lauft von unten nach oben, immer der Musik entlang und da kommt der Endboss. Das nicht wirklich lange. Und das war's. Im Tower ist irgendwie nichts Spezielles mehr, außer das mit den Türen, dass das introduced wird. Finde ich ein bisschen schade für mich. Ich dachte immer so, oh, jetzt geht's in den Tower, letztes Kapitel. Nochmal so 2 Folgen und 3. Folge ist Endboss. Und ich nehme jetzt halt 60 Minuten auf, ja. Aber im Groben und Ganzen würde ich halt einfach sagen, der Tower ist zu kurz für das Endcastle. Und da würde ich auch nochmal eben 5 Minuspunkte gehen. Also wir kommen auf 80%. Ist stabil, ist okay. Der erste Teil wurde ja durchs DLC so runtergezogen. Ich hoffe, hier ist das DLC nicht so krass. Ich kann mir hier beim DLC auch gar nichts vorstellen. Ja. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Bis dann. Ciao, Leute.
bisschen weird mit dem Abspann, dass der schneller und langsamer wird, aber okay.